Servus, ich bin's der Basti, stelle euch heute die Lords of Waterdeep vor, ein Spiel von Peter Lee und Rodney Thompson, ist erschienen bei Wizards of the Coast, das heißt gleichzeitig auch, es ist bisher nur auf Englisch erschienen, deshalb haben wir auch etwas gewartet, das Spiel ist von 2012, also für uns jetzt, für unsere Kategorie schon etwas älter, wir haben eben gedacht, vielleicht springt noch ein deutscher Verlag auf, aber da es im Moment nicht danach aussieht, wollen wir es euch jetzt hier trotzdem auf Englisch vorstellen, weil es einfach ein riesen Publikumshit in den USA ist und ich denke, Deutschland sollte auch darüber informiert werden. Es gibt zwar schon ein paar deutsche Rezensionen, aber wir haben uns jetzt trotzdem auch nochmal an eigene rangemacht. Gut, warum ist das Spiel so beliebt? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Die Amerikaner stehen ja sehr auf ihre thematischen Ameritrash-Spiele und das ist hier wirklich zwar vom Thema her ein thematisches Spiel, weil es im Dungeons & Dragons-Universum angesiedelt ist, aber im Grunde ist es ein ganz klares Euro-Strategiespiel, das heißt ein Spiel mit Euro-Mechaniken, vor allem eben dieser Arbeiter-Einsatz-Mechanismus, der Worker-Placement-Mechanismus und ja, deshalb wundert es mich eben so ein bisschen, dass das Spiel in den USA so gut ankommt, weil das ja so Euro-Spiele ist dort immer, ja, oder ja, bisher immer recht schwer hatten, sagen wir es mal so. Das Spiel ist für 2 bis 5 Personen, dauert ungefähr 60 bis 90 Minuten. 60 steht auf der Packung, das kommt auch gut hin, wenn alle Spieler das drauf haben. Das sage ich auch im Fazit nochmal klar was dazu. Aber ich würde jetzt sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein und dann sage ich euch, wie ich das Spiel finde und ob es wirklich die Anerkennung verdient hat, die es derzeit bekommt. Bevor ich mit der Regelerklärung loslege, möchte ich euch jetzt einfach mal ein Vorzeige-Inlay, also ein Vorzeige-Tiefziehteil, wie es auf Deutsch heißt, zeigen, das wirklich genial ist. Also, man macht die Schachtel hier auf. Warum die so ein komisches Format hat und nicht ganz zugeht, weiß ich auch nicht, was das für einen Sinn macht. Schaut auf jeden Fall cool aus. Ja, da hat man hier die Anleitung und dann hat man hier ein Plastik-Inlay. Da ist der Spielplan eingesetzt, der das Ganze abschließt. Und dann sieht man hier schon, man hat hier wirklich tolle Fächer. Man kann also direkt aus der Box herausspielen. Man braucht keine Aufbewahrungsbehältnisse für diese Würfel hier. Man kann die einfach direkt rausnehmen. Das Inlay ist hier rund. Das heißt, die kriegt man auch ganz leicht raus. Hier steckt das Geld drin. Das Geld drin und die Siegpunkte. In der Mitte hier hat man die Spielerfarben einfach schön unterteilt. Man kann hier auch das ganz leicht rausholen. Überall sind Eingriffshilfen mit dabei. Ja, und das Coolste ist eigentlich jetzt noch diese Kartenaufbewahrungsfächer. Da drückt man einfach hier auf den Kartenstapel drauf. Dann kommt er eben hier so raus, weil hier unten ist so ein, ja, wie eine kleine Pyramide oder ein kleines Prisma eingebaut. Und man kriegt die Karten ganz einfach hier raus. Das Prinzip ist nicht wirklich neu, aber leider wird es kaum verwendet. Hier eben ziemlich gut. Ja, und dann hat man hier noch seine Gebäude. Ja, da sind noch ein paar Intrigekarten vermischt. Gebäude und seine Geheimaufträge. Ja, und schon kann man einfach loslegen. Direkt aus der Box losspielen. Das ist jetzt der Spielaufbau zu Lords of Waterdeep. Hier mal für 4 Personen. Man hat jetzt zunächst einmal ein Spielertableau, das man vor sich ablegen kann. Das ist unterteilt in verschiedene Bereiche. Hier hat man den Agentenpool, also hier stellt man eben seine Arbeiter, seine Agenten auf, mit denen man später dann die Aktionen auf dem Spielfeld durchführt. Hier hat man seine Taverne, hier lagert man dann einfach sein Geld oder seine eben Krieger oder Diebe, die Schwarzen oder Priester oder die lilanen Magier, sozusagen seine Rohstoffe, auch wenn es jetzt ziemlich unthematisch klingt. Und dann hat man hier noch ein Feld mit Completed Quests, das heißt erfüllte Quests. Wenn man also so eine Questkarte hier erfüllt, darf man die umgedreht hier drauflegen, es sei denn, es ist kein Plot-Quest. Dazu aber auch gleich noch mehr. So, man erhält auch gleich zu Beginn 2 aktive Quests, die man praktisch jetzt erfüllen kann und 2 der Intrigenkarten. Ansonsten bekommt man Quests im Spielverlauf und diese Intrigenkarten eben auch. Das Spiel geht jetzt über 8 Runden und zu Beginn jeder Runde werden hier diese 3 Siegpunktmarker, die zu Beginn hingelegt werden, auf diese Gebäude gelegt und geben praktisch demjenigen, der das Gebäude kauft, extra Siegpunkte. Pro Runde kann immer nur ein Gebäude hier gekauft werden. Deshalb kann es sein, dass sich hier auch mehrere Siegpunkte übereinander stapeln können. Ja, es gibt zwar auch noch andere Möglichkeiten, Gebäude zu bauen, als über diesen Platz hier, über die Intrigenkarten oder über Questkarten zum Beispiel, aber das sind jetzt schon die Ausnahmefälle. An sich geht immer pro Runde, sage ich mal, durchschnittlich nur ein Gebäude hier weg. Ziel des Spiels ist es jetzt, die meisten Siegpunkte zu machen und den Hauptteil seiner Siegpunkte macht man tatsächlich über das Erfüllen solcher Quests. Und
Dann gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt Gebäude, dann haben wir hier schon diese Siegpunktmarker gesehen, die man sich holen kann, wenn man Gebäude baut. Es gibt ein paar verschiedene Sachen, wo man auch noch Siegpunkte bekommt. Aber wie gesagt, der Großteil der Siegpunkte kommt über diese Questkarten hier und vor allem auch über diese Geheimaufträge. Jeder Spieler kriegt hier so eine Karte, einen Lord of Waterdeep, also einen Herrn von Waterdeep. Und die belohnen verschiedene Strategien eben, also vor allem verschiedene Questkarten. Denn es gibt auf jeder Questkarte hier oben so ein Schild und da steht dann was drauf, zum Beispiel Piety, also Geistlichkeit sozusagen. Es gibt eben einen Lord of Waterdeep, der Geistlichkeit unterstützt und meinetwegen noch Warfare. Und dann kriegt man für jede Piety und Warfare-Karte eben 4 Siegpunkte. Deshalb sammelt man die auch hier auf seinem Player-Tableau und das möglichst geheim, damit die anderen nicht so die Übersicht haben, was sammelt der andere denn überhaupt und wie viele Punkte hat er schon gemacht. Ja, da gilt es dann auch manchmal ein bisschen ja, nicht so offensichtlich zu spielen. Ja, allerdings kann man auch ruhig ganz offensichtlich spielen. Da kann es eben dann sein, dass die anderen einen diese Questkarten, die man benötigt, wegnehmen. Aber ja, das ist dann jedem Spieler selbst überlassen. Ja, auf jeden Fall werden die hier dann verdeckt abgelegt, sobald man sie erfüllt. Wie das geht, werde ich auch gleich noch erklären. So funktionieren eigentlich alle diese Lords, bis auf eine Dame hier. Die wird belohnt, und zwar, wo ist sie denn? Hier, Larissa Neothil. Die kriegt jetzt 6 Siegpunkte, und zwar nicht für Questkarten, sondern für jedes Gebäude, das sie am Ende des Spiels besitzt. Ja, und ansonsten wirklich nur gehen die nur auf diese Questkarten hier. In verschiedenster Kombination. Immer 2 Kategorien werden hier verlangt. Gut, das war es jetzt vom Spielziel. Und jetzt komme ich jetzt einfach mal zum Spielablauf und den einzelnen Aktionen. Ein Spiel geht, wie gesagt, über 8 Runden. Und in jeder Runde beginnt der Startspieler. Das ist der mit diesem Turmtoken hier. Wie man den bekommt, zeige ich euch in der unteren Spielplanhälfte. Jetzt erstmal erkläre ich das hier oben. Und dieser Startspieler macht genau einen Zug, dann ist der nächste mit einem Zug in der Reihe, wieder der nächste, bis der Startspieler wieder dran ist und so weiter und so fort. In seinem Zug muss man einen seiner Agenten einsetzen, also einen dieser Männchen hier, und auf ein Feld setzen. Man darf hier auf jedes dieser Felder nur einen Arbeiter einsetzen, das heißt, bin ich hier drauf, kann hier der gelbe Spieler nicht mehr hin. Und ja, so läuft es eigentlich überall, bis auf ein paar Sachen. Hier zum Beispiel in dieser Cliffswatch Inn, hier können mehrere Arbeiter eingesetzt werden, aber die haben auch jeweils wieder eine unterschiedliche Aktion. So weit, so gut. Das heißt, man kann hier Aktionen nehmen und Felder blockieren. Man darf aber keine Felder blockieren, wenn man die Aktion nicht ausführen kann. Nachdem man jetzt seinen Arbeiter eingesetzt hat, kann man eben noch ein Quest erfüllen. Das heißt, hat man eine Karte offen in seiner Questzone liegen, kann man die Kosten, die hier draufstehen, bezahlen. Also hier 2 Geistliche, 2 Krieger und ein Dieb und kriegt dafür einen Reward, also eine Belohnung. Hier 11 Siegpunkte und 4 Geld zurück. Und diese Quests sind wirklich vollkommen unterschiedlich. Zu erwähnen ist noch, dass es Plot-Quests gibt. Das habe ich am Anfang schon getan. Diese Plot-Quests werden, wie gesagt, nicht umgedreht und auf das Player-Tableau gelegt, sondern die bleiben offen liegen in der Plot-Quest-Zone rechts neben seiner Spielermatte. Und dieses Plot-Quest gibt einen jetzt einen dauerhaften Effekt, den man das ganze Spiel über nutzen kann. Diese zum Beispiel hier, whenever you complete an Arcana Quest, also immer wenn man eins dieser lilanen Quests erfüllt, kriegt man extra 2 Siegpunkte. Also auch wieder solche Fähigkeit, die man einfach im Laufe seines Spiels mit dazu bekommen kann. Ja, doch wie kommt man jetzt an diese Questkarten heran? Also ich komme eben über diese Cliffswatch an diese Karten. Und zwar jedes Mal, wenn ich hier einen Arbeiter einsetze, kann ich mir, wie dieses Symbol zeigt, also dieses Q, eine der offenliegenden Questkarten in die aktive Questzone legen. Man darf niemals hier vom Stapel ziehen, außer ein anderer Effekt ja, erlaubt einen das. Diese 3 Felder haben jedoch jetzt unterschiedliche Zusatzboni. Und zwar kriegt man hier einfach 2 Geld. Nebenbei bemerkt, das ist eine Münze, ein Einer. Und das hier ist ein Fünfer. Und dieses Geld braucht man später vor allem, um sich Gebäude zu kaufen. Und 2 Geld sind am Ende noch 1 Siegpunkt wert. Dann in dieser Zone hier bekommt man zusätzlich eine Intrigenkarte. Das ist immer dieses orange Feld mit dem I. Also ist auch immer ganz eindeutig gemacht. Und hier ist was Besonderes. Hier darf man oder muss man sogar
alle Karten aus dieser offenen Auslage entfernen und für neue aufdecken und darf sich dann danach eine der Karten nehmen. Das ist ein schönes taktisches Element, um erstens mal Spielern in die Quere zu kommen, die bestimmte Karten sammeln. Also wenn ich weiß, irgendeiner sammelt Arcana, dann versuche ich die wegzutauschen. Oder auch, wenn hier nichts Passendes für mich ausliegt oder nichts, was ich erfüllen kann oder vielleicht nichts, was ich sammle, dann kann ich das eben auch wegtauschen, um die Chance zu haben, 4 neue Karten mir anschauen zu können. Okay, das war jetzt die Glisswatch In. Die anderen Felder sind relativ einfach. Stelle ich meinen Arbeiter hier drauf, kriege ich einfach 2 Diebe. Hier kriege ich 2 Krieger. Und stelle ich meinen Arbeiter hier drauf, kriege ich einen Magier. So, und schon sind wir auf der unteren Hälfte des Spielplans. Ich habe ja am Anfang gesagt, der Startspieler-Token wird zugeteilt. Und zwar kriegt ihn der Spieler, der im Laufe der Runde hier auf dieses Feld geht, auf das Castle Waterdeep. Der bekommt eben diesen Startspieler-Marker und eine Intrigenkarte. Dieses Feld hier ist auch wieder ganz einfach. Hier bekommt man einfach einen Priester, wenn man sich drauf stellt. Hier bekommt man 4 Geld, wenn man sich drauf stellt. Und hier darf man eine Intrigenkarte spielen. Diese Karten sind also nicht immer frei spielbar, sondern man muss extra eine Aktion dafür aufwenden, um sie spielen zu dürfen. Und hier ist auch wieder besonders, dass ich bis zu 3 Männchen oder Agenten hier draufstellen lassen, beliebiger Farbe, also zum Beispiel auch wieder 2 gleichfarbige oder 3. Dann haben wir noch die Builders Hall. Und die ist jetzt auch nochmal ein ganz wichtiges Element des Spiels. Hier kann jede Runde mit der Builders Hall ein Gebäude gebaut werden. In der Regel ist das auch nur eins. Anders kann man Gebäude eigentlich nur über Intrigenkarten oder Quests bauen. Das ist aber relativ selten, dass man das kann. Aber es ist durchaus möglich. Und wer jetzt hier sich eben reinstellt in die Builders Hall, darf jetzt eins dieser Gebäude kaufen. Wie geht das? Ich zahle einfach das Geld, das hier verlangt wird, also 4 und hier zum Beispiel 8. Nehme das Gebäude und die darauf liegenden Siegpunktchips, lege das Gebäude auf ein freies Feld, ich lege es mir rüber, dass man es besser sieht, und dann legt der Spieler, hier in dem Fall blau, seinen blauen Marker ran, sodass jeder weiß, das Gebäude gehört dem blauen Spieler. Die Siegpunkte schreibt man sich gleich gut und legt sie zurück in die Schachtel. So, was bringen diese Gebäude jetzt? Gebäude bringen im Endeffekt neue Plätze zum Einsetzen. Das sind neue Spots, die man jetzt nutzen kann. Und zwar nicht nur der Spieler, dem das Gebäude gehört, sondern auch die anderen Spieler. Gehört einem selbst das Gebäude und setzt man darauf ein, kriegt man einfach den Bonus. So wie jeder andere Spieler auch diesen Bonus bekommt, wenn er dort einsetzt. Setzt aber jetzt ein anderer Spieler dort ein und mir gehört dieses Gebäude, bekomme ich hier unten diesen Besitzerbonus, Ownerbonus steht hier. Hier zum Beispiel kriege ich einen schwarzen oder einen lilanen Würfel, obwohl ich hier gar keine Aktion aufgewendet habe, nur dadurch, dass jetzt ein anderer Spieler sich hier draufgesetzt hat. Ja, und so kommen immer mehr dieser Spots ins Spiel. Ich zeige euch jetzt einfach noch ein paar Gebäude, weil die auch wirklich ein zentrales Element des Spiels sind. Hier zum Beispiel kann man sich 2 beliebige Rohstoffe, also Würfel nehmen, das sind ja keine Rohstoffe, das sind ja eigentlich Krieger, Magier, Diebe und so weiter. Also ich sage jetzt aber einfach mal Rohstoffe nehmen. Hier kommen jedes Spiel, und das sind die braun unterlegten, das sind alles so, jede Runde kommt hier wieder was neu drauf und auch wenn man es einsetzt. Also lege ich also ein braunes Gebäude auf, kommt gleich mal was oben drauf. Das wären hier zum Beispiel jetzt mal 4 Geld und jede Runde kommen hier wieder 4 Geld drauf zu Beginn. Das heißt, wird das Gebäude 2 Runden nicht geleert, liegt hier 8 Geld drauf und derjenige, der sich's holt, nimmt sich die 8 Geld. Was gibt es noch alles? Man hat hier wirklich verschiedene Sachen. Hier gibt es einfach so Dreierkombinationen, 2 schwarze, ein weißer, 2 orangene, ein weißer. Hier kann ich Geld ausgeben, um mir eine Kombination aus orange und schwarz zu nehmen. Hier kommen auch wieder jede Runde lila Würfel drauf. Hier kann man einen weißen Würfel nehmen und sich eine offen ausliegende Questkarte nehmen. Hier kommen dann jede Runde Siegpunkte drauf, die man sich dann nehmen darf. Zusätzlich darf man sich auch wieder eine offene Questkarte nehmen. Hier kriegt man einen Magier und eine Intrigenkarte. Also wirklich ganz tolle Sachen. Hier zum Beispiel ist auch ein starkes Gebäude. Hier kann man sich eine Questkarte nehmen und die sogar sofort erfüllen. Wenn man das schafft, kriegt man 4 Siegpunkte extra. Also das ist auch richtig nett. Wie gesagt, ganz verschiedene Sachen sind hier mit drin. Und meistens sind die auch besser als diese grundlegenden Felder, die wir hier auf dem Spielplan vorgedruckt haben. Und so entwickelt sich das Spiel auch jedes Mal anders, je nachdem, welche Gebäude dann ins Spiel kommen und welche Optionen man hat. So, und das waren jetzt auch schon die wichtigsten Regeln. Man spielt hier also Runde für Runde, versucht sich möglichst hier diese
Kämpfer zu holen, um Questkarten zu erfüllen. Man versucht Gebäude zu bauen, um Benutzerboni abzustauben oder einfach neue Möglichkeiten zu haben. Man versucht über Intrigenkarten die anderen zu schädigen und möglichst selbst vielleicht noch einen Bonus zu bekommen oder Siegpunkte zu machen. Und man versucht ja einfach möglichst effektiv seine Arbeiter einzusetzen und immer den optimalen Zug einfach zu machen. Und dann kommt es am Schluss noch zur Endwertung. In der Endwertung hat man einfach die Siegpunkte, die man schon gemacht hat, und kriegt jetzt nochmal für 2 Geld jeweils genau einen Siegpunkt. Und für jeden Würfel, den man noch in seiner Taverne liegen hat, also auf seinem Player-Tableau, kriegt man auch nochmal einen Siegpunkt. Dann werden einfach diese Lords of Waterdeep-Karten gewertet. Da kriegt jeder Spieler nochmal Punkte, und wer dann am Ende die meisten Siegpunkte gemacht hat, der gewinnt das Spiel und freut sich. So funktioniert jetzt also Lords of Waterdeep, doch bevor ich zur spielerischen Analyse komme, möchte ich erstmal noch einen Blick auf die Komponenten werfen und auf die Aufmachung. Die Komponenten sind allererste Sahne, ihr habt es gesehen, das Inlay ist ganz, ganz toll konzipiert. Die Holzteile, die dabei sind, sind super, wir haben tolle Marker, das Geld ist richtig schick und hübsch. Manche behaupten sogar, das Beste am ganzen Spiel. Stimmt aber nicht, denn spielerisch hat Lords of Waterdeep auch einiges zu bieten. Lediglich die Karten sind etwas dünner, als man es gewohnt ist, aber absolut ausreichend für das Spiel. Kann man eigentlich überhaupt nichts dran aussetzen an den ganzen Komponenten. Die Aufmachung finde ich auch persönlich sehr schick. Tolles Artwork, stimmig gemacht, stimmige Farben. Super. Also mir gefällt es ganz, ganz gut. Einziges Manko ist jetzt, dass Kartentexte relativ klein geschrieben sind, und ja, das kann dann für jemanden, der schlecht sieht, schon mal ein bisschen ein Problem werden. Bei vielen Spielerzahlen oder bei hohen Spielerzahlen sitzt man dann auch oft relativ weit weg von diesen Questkarten und muss sich da vielleicht ab und zu auch mal eine nehmen und näher anschauen. Im Grunde aber ist es kein Problem. Irgendwann kennt man die Karten, wenn man sie öfter gesehen hat und gespielt hat, und dann weiß man auch, was die tun. Ja, die Ikonografie ist auch ganz, ganz klasse in dem Spiel. Man kommt sehr weit, ohne dass man irgendwelche Texte braucht. Das ist ganz toll, weil die Symbole echt eindeutig gemacht sind. Sie sind sowohl auf den Karten drauf, wie auch auf dem Spielplan. Besser geht's eigentlich nicht. Ja, nochmal ein Wort zu den Texten. Die Texte sind natürlich gegeben. Man hat Texte auf den Plotkarten und man hat Texte auf den Intrigekarten. Doch ich denke, wer schon mal irgendwie in der Schule Englisch hatte, der kommt damit auch ganz gut zurecht. Und spätestens nach der zweiten Partie, ja, weiß man dann ungefähr, was bedeutet. Man muss halt die Begrifflichkeiten kennen, die Englischen, die das Spiel benutzt, also das Vokabular, aber dann ist es wirklich keine große Sache mehr. Ja, da jetzt kommen wir aber zum spielerischen Teil. Ich muss sagen, Lords of Waterdeep macht einfach riesigen Spaß. Und das liegt erstens mal an der kurzen Spielzeit, denn wir haben hier wirklich... Ja, wenn man zu zweit spielt, ist man da mit einer Dreiviertelstunde, sogar zu dritt mit einem Neuling habe ich nur eine Dreiviertelstunde gebraucht. Lediglich, wenn man jetzt zu fünft spielt und jetzt hier so ein paar Grübler dabei sind oder Neulinge, die da erst reinfinden müssen, dann kann es sich ein bisschen ziehen, aber zu fünft ist trotzdem noch in Ordnung. Wenn man einfach ein bisschen mehr Zeit hat, aber ansonsten ist es wirklich echt zügig gespielt. Man hat kurze Aktionen, man ist immer wieder am Zug, man kann währenddessen nachdenken. Also die Downtimes, also die Wartezeiten halten sich wirklich auch in dem Rahmen, wo man sagt, das ist echt richtig locker und erfrischend runterzuspielen. Spielerisch haben wir jetzt diesen Worker-Placement-Mechanismus, also diesen Arbeiter-Einsatz-Mechanismus. Der ist ganz, ganz klassisch, ganz simpel gehalten, ohne großen Schnickschnack. Man besetzt Plätze, man blockiert die für den Gegner, wenn man die Aktion dann nutzt und ausführt. Es ist wirklich ganz, ganz straight, ganz klassisch und einfach trotzdem macht das Spiel Spaß. Es ist jetzt nicht das Innovativste, aber irgendwie macht es trotzdem riesigen Spaß. Wir haben diese Gebäude, die zusätzlich reinkommen, wo neue Plätze ins Spiel kommen, wo man einsetzen kann. Das ist auch so ein bisschen ein Element, was schon bekannt ist, zum Beispiel aus Kylos. Auch hier hat man wieder die Möglichkeit, eigene oder fremde Gebäude zu nutzen. Wenn man ein fremdes nutzt, kriegt der eigene nochmal den Bonus. Also wirklich wie bei Kylos, wie man es kennt. Und manche behaupten eben deshalb auch, ja, das ist so ein bisschen Kylos-Light. Und dem muss ich irgendwie auch zustimmen. Es macht echt Spaß. Es ist wirklich ein leichtes Spiel, leicht zugänglich. Und trotzdem hat es echt strategische Tiefe. Man hat jetzt, anders als bei Kylos, trotzdem jetzt einen gewissen Glücksfaktor mit drin. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt einfach diese Intrigekarten, die man zieht. Es gibt immer unterschiedliche Gebäude, die dann je nachdem, was man eben spielt, in die Strategie reinpassen oder nicht. Das ist halt einfach ein bisschen glücksabhängig. Auch die Questkarten, wie die aufgedeckt werden, ist ein bisschen glücksabhängig. Aber man hat ja immer noch die Möglichkeit, alle Questkarten wegzutauschen und vier neue aufzudecken. So kann man das ein bisschen wieder ausgleichen. Dennoch muss man ganz klar sagen,
gerade bei den Intrigekarten, hier gibt es Karten, die sind einfach je nach Spielerzahl und auch je nach Spielsituation einfach unterschiedlich stark. Manchmal hat man einfach Karten, die sagt, wo man sagt, das bringt mir jetzt gar nichts. Und manchmal hat man Karten, die richtig stark sind. Sei es jetzt nur so eine verpflichtende Quest, die man auf den Gegner spielen kann, damit er keinen großen Auftrag in der nächsten Runde erfüllen kann. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz starke Karte. Ja, von der Interaktion haben wir hier erstens mal diese indirekte Interaktion, dass man eben Plätze besetzt und den Gegner vielleicht blockt und ihm Aktionen nicht ermöglicht. Man hat eben aber auch diese Intrigekarten und auch ja, so manch andere Effekte, wo man den Gegner so ein bisschen ärgern kann. Also wirklich ein gutes Maß, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Es ist ja auch nicht schön, wenn man einfach nur vor sich hinspielt, sondern man will ja auch irgendwie die Mitspieler so ein bisschen ja, beeinflussen auf jeden Fall und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ärgern. Und das klappt auch ganz, ganz toll. Ja, mehr kann man jetzt eigentlich gar nicht sagen zu dem Spielerischen. Es ist, wie gesagt, ein ganz einfaches Spiel, das einfach ultra viel Spaß macht, das leicht zugänglich ist. Das kann man echt mit Neulingen spielen, die noch nie Worker Placement gespielt haben, einfach hinlegen, erklären. Die Aktionen sind so eindeutig. Ja, da kann man eigentlich gar nicht viel falsch machen, wenn man sich das Spiel hier zulegt. Ich kann es nur so empfehlen. Und ja, jetzt kommt bald auch die Erweiterung raus. Die Erweiterung habe ich schon Test gespielt. Und ich muss sagen, also schaut euch das an, wenn das Video dann kommt. Es lohnt sich. Schaut da einfach auf jeden Fall mal rein. Denn ja, die bringt dann zwar nicht viel Neues, aber die macht das Spiel dann trotzdem schon nochmal ein bisschen interessanter. Also noch interessanter, als es eh schon ist. Und ja, das war es jetzt eigentlich von mir. Wie gesagt, eine absolute Empfehlung. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt mal Daumen rauf, ne, und kommentiert gerne, interagieren wir mit euch. Das ist immer schön, wenn wir ein bisschen Rückmeldung bekommen. Da freuen wir uns immer drüber. Besucht unsere Website, besucht unser Forum, schreibt da rein. Das wäre echt richtig schön. Und ja, jetzt sage ich einfach Servus, bis zum nächsten Mal. Und gleich kommt noch ein Spot eines Zuschauers. Und jetzt möchte ich noch dem Cosinshop, unseren Partner, danken, der uns dieses Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat und sozusagen jetzt diese Rezension ohne großen Aufwand ermöglicht hat. Also wenn ihr jetzt ein Spiel sucht oder vielleicht sogar jetzt Lords of Waterdeep kaufen wollt, schaut einfach mal hier beim Cosim-Shop vorbei und unterstützt dadurch uns und natürlich auch einen ganz tollen Online-Shop für Brettspiele. Hallo, ich bin die Kerstin. Ich möchte euch gerne meine drei aktuellen Lieblingsspiele vorstellen. Ristorante Italia. Takenoko und Maharani. Zudem möchte ich gerne das Spielama-Team grüßen, dieser Klasse. Und die Spielama-Fans natürlich. Tschüss!